Hallo. Und herzlich willkommen. Moment. Zurück bei. Ecke! Fresh! Erik hat jetzt einen Nebenjob. Er ist jetzt Privatnutte. Alter, was? Nur weil ich gerade auf der Wurst rumkaue. Was? Ja, ja, vielleicht. Ich habe gerade voll den süßen, Wolf am Gartenzaun. Oh, ist der schon tot? Ich hoffe. Ja, komm mal her, ich habe ihn getamed. Ich hoffe, der despawnt nicht voll lauter Taming. Warte. Im Tomatenfeld. Bitte bleib, Wolf. Bitte bleib. Hä, der Büffel muss weg. Büffel, hau ab. Büffel! Oh nein, der Wolf ist weg. Du hast ihn genau verpasst und ich konnte nicht mitnehmen, weil der scheiß Büffel. Jetzt freut er sich und rennt weg. Fuck. Das war so süß. Der Wolf hing so über den Gartenzaun und so ganz friedlich und jetzt hat der Büffel den einfach mitgenommen. Hast du den Fuchs erwischt? Nein. Soll der erwischt werden? Ja, natürlich. Fleischfresser, Tobi. Da ist wieder ein Wolf. Ey, was ist denn hier los? Die spawnen ja aber ohne Ende. Die backen aber auch manchmal rum, habe ich das Gefühl, und kommen dann irgendwo anders wieder raus. Oh. Ja, das kann passieren. Das weiß ich nicht. Ach, warte mal, ich muss dir ja noch was überreichen. Meine Bundesjugendspielurkunde. Es ist scheiße, dass man nichts im Inventory quasi überreichen kann. Jo. So Trade-mäßig, MMO-mäßig. Ja. Aber warte mal, ich klicke das mal hier unten. Kommen Sie mal her. Ja, okay. Ich vermisse den Wolf. Er war so süß. Ja. Wo denn? Hä? Hier unten in deinem Keller. Im Keller, alles klar. Hast den Karren gelegt wahrscheinlich. Ja. So, mal gucken, was die Karrenberger wieder dabei hat. Ja, nice. Zack. Und wieso liegt da ein Basic Backpack? Tobi? Was? Wieso liegt da ein Basic Backpack? Das weiß ich nicht. Ich hasse dich. So, ich hab mal. Den hab ich da aber vorhin schon reingelegt. Oh, den hätte ich jetzt gerade in den Mülleimer packen können. Okay, egal. So. Skillen. Was? Zack. Achso, ich wollte jetzt ganz gerne ab. Zack. Ah ja, oh, das ist eine gute Idee. Bevor ich aus Versehen. Obwohl, ich warte jetzt nochmal ab, bis ich 10.000 Skillpoints habe. Ich will mal sehen, wie das aussieht da unten. Dann skill ich das erst. Industriell. Geil. So. Brauchen wir noch die Oil Drilling Book und dann haben wir, glaube ich, soweit alles. So, warte mal. Ach ja, Reba. Habe ich die Rebas bei dir angeschmissen? Ja, ne? Also die in der Factory? Ich glaube schon. Ich gucke mal. So, bin auf dem Weg. Batman. Jetzt läuft mir gerade die ganze Zeit das Wasser im Maul zusammen von diesem Würstchen. Das war das erste, was ich heute gegessen habe. Das ist so lecker, so gewürzt. Nee, aber ich schmeiße die Dinger an. Ja. Waren die nicht angeschaut? Achso, ich habe erstmal Stahl gemacht. Ja, stimmt ja. Der Stahl läuft ja immer noch durch gerade. 46 Stück, gib ihn. Alles klar, let's go. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Reba Project and the Star Sheriffs from the sky. Can you feel the steel inside? Reba Project. So, ich brauche Erde. Hast du Erde? Irgendwo hatte ich noch gehabt. Ich glaube unten. Hoppala, in der Mine. Ich habe hier noch ein ganzes Lager voll. Ah, ich habe drüben Erde. Ich habe drüben. So, das Glück kommt in Schüben. Endlich sind wir drüben. So. Was denn? Nichts. Das ist einfach ein Lied zur Freude, Tobi. Freude ist so ein Gefühl, das empfindest du gar nicht mehr. Nee, das ist rum. Wenn man einfach die 50. Tüte Lay's Chips anknabbert, dann ist es halt auch nichts Besonderes mehr. Weißt du, was ich meine? Dann gehört das zum Tagesablauf einfach. Ja, dann ist es so die Gewohnheit und dann ist es auch schon wieder Oll. Das ist so, ja, okay. Ja, dann muss man einfach auch mal. So. Verstehst du? Muss man einfach mal. Ja, muss man auch, muss man mal, ja. Ja, wenn man mal muss, dann muss man. So, okay, wie viel Erde? Okay, das ist nicht genug Erde. Aber vielleicht kann ich hier unten was aushöhlen. Nur mal testweise. Okay. Vielleicht kann ich da unten aushöhlen. Wir haben hier noch ein bisschen Eisen. Die Frage ist nur, will ich aushöhlen? Aber ich kann den ganzen Boden hier wegräumen. Also das würde gehen.
So. Es würde gehen, aber dauern, aber trotzdem hätten wir dann schon mal. Und hier hinten, für Leute, die es noch nicht gesehen haben, hier hinten ist so ein richtig geiles Eisenvorkommen. Hier so. Deswegen können wir ruhig die oberste Schicht Erde abtragen und machen uns eine richtige Mine draus. Huch. Und vor allen Dingen, es ist alles Tobias approved. Wir tragen das Tobias Gütesiegel 2018 in diesem Let's Play. Was? Das Tobias Gütesiegel. Du hast jetzt so eine Dingens, so eine Güteagentur gegründet. Ja, klar. Ja, deswegen und wir tragen ganz selbstlos dieses Siegel natürlich voller Stolz auch. Ja, natürlich. Ich bin sowas wie die TÜV-Plakette. Genau. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, egal worum es geht, Essen, eine Freundin, ein Auto, alles, was getestet werden muss, der Tobi testet das alles ordentlich durch und dann gibt's auch hinterher eine Plakette. Vielleicht. Ist natürlich nichts... Nur wenn's wirklich gut ist. Ja, genau. Es ist natürlich nicht selbstverständlich dann. Ne? Also so eine Plakette muss man sich verdienen. Ja. So, also alles, was ihr habt, gerne an Tobias... Darmstadt. Einfach auf den Briefumschlag schreiben. Das kommt an. Der ist bekannt. Ja. Tobias Darmstadt. Die wissen dann schon, wo es hingeht. Genau. Die sind das gewohnt einfach. So, hier ist ein Loch in der Höhle. Wie konnte das denn passieren? Das muss aber direkt zugemacht werden. So. Was hast du in letzter Zeit so getestet eigentlich? Also was hast du schon so gehabt? Ich meine, klar ist ja gerade das angelaufen, ne? Da kann man jetzt nicht irgendwie groß viele Sachen erwarten. Ohrenstäbchen. Und wie war's? Also was war das für eine Qualität? Was war die Erfahrung dahinter? Also relativ billige Verarbeitung war ich der Meinung. Mhm. Deshalb habe ich das auch direkt aus dem Verkehr ziehen lassen. Okay, ja. Und statt Ohrenstäbchen sollte man, also ist meine Empfehlung, einfach die Finger vielleicht benutzen und die Fingernägel etwas länger wachsen lassen. Oh, okay. Und dann einfach die, bis sie sich so drehen wahrscheinlich und dass man dann wie so ein Korkenzieher wahrscheinlich in die Ohren reindrehen kann. Ja, genau. Hast du so einen halben Otto dazwischen den Fingernagel klemmen? So, also. Ziehst du deinen Fingernagel weg, hast du so einen Riffel einfach, Alter. Oder ein Lace, man weiß es nicht genau. Sag mal, was wollen die da verstecken? Wie ist gegen Lace immer? Wie lange hat das denn jetzt gedauert, Tobi? Ernsthaft? Ja, ich bin gerade konzentriert. Was machst du denn gerade? Ich mach gerade an deiner Säge, mache ich mir gerade Lamba. Ah, okay. Lamba, 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 ey. Nicht? Doch, okay. Doch. So, gleich habe ich einen Durchbruch. Rektal oder was? So ein Dammdurchbruch einfach. Wenn ich jetzt nicht kacken gehe, gleich habe ich einen Durchbruch. So, dieses Hin- und Herlaufen jetzt echt schäbig, aber dafür, ich habe noch mehr Eisen freigelegt. Übrigens, diese Eisenmine hier unten ist furchtbar. Ich sag's nur. Also hier ist richtig viel Eisen. Die ist krass, auf jeden Fall. Du hast die Hälfte noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt gerade die Erde weggegraben, die unterste Schicht. Da ist noch viel mehr Eisen drunter. So. Das reicht dann gleich. Ich kann mal gucken, ob ich die Mine irgendwann vielleicht mit unserem Keller verbinden kann. Auf irgendeine super geile, clevere Art und Weise, die mir jetzt selber noch nicht klar ist. Aber irgendwie wäre es schon geil. Wär schon geil, Tobi, wäre schon geil. Ich weiß nicht warum und es hat gar keinen Sinn eigentlich alles, aber der Weg ist das Ziel, ne? Ja. So. Zack. 9800 Skillpunkte. Mann, jetzt lerne noch mal schneller. Ich will diese 10.000 sehen. So, vorletzte Schaufel. Und ne, jetzt die vorletzte Schaufel. Da war noch ein Klumpen. Wo habe ich mein Auto gelassen? Wenn ich das mal wüsste, Tobi. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ist das Mitsubishi? Ja, ach, der steht hier, glaube ich, bei dir, ne? Ah, ja, da ist er ja. Hey. Ich wusste, ich erinnere mich dran. Mitsubishi, du Spast. So.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen Erde. Das können wir ja schon mal reinziehen hier. Hä? Bist du schon am Koksen? Ja, reinziehen, hast du gerade gesagt. Ach so, das kann man schon mal reinziehen, oder? Ja, also, ja. Sollte ich das noch nicht? Oh, Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. So. 1,5 Tonnen Erde bewegen, kein Problem. Tag. Guten Tag. Was machst du gerade? Ich muss mir da unten was rausholen, was ich für ein Buch brauche. Und es ist so schwer für meine Taschen. Für ein Buch. Erik, wir wollen doch alle Oil Refining lernen, oder nicht? Das ist absolut richtig. Hier ist schon wieder ein Wolf, Tobi. Das kann doch nicht sein, Erik. Ja, ich kann den Bogen nicht auswählen, während ich Dreck trage. Hau ab, Wolf. Man verliert in diesem Spiel die Angst vor Wölfe. Wenn ich in einem richtigen Leben zerfleischt werde, sind Computerspiele schuld. Ich glaube, ich mache das hier gerade falsch. Ne? Also ich glaube, ich bin in einer falschen Etage. Ich blicke hier selber schon nicht mehr durch. Ich glaube, ich hätte doch da lang gemusst. Ich mache hier einfach nochmal so eine Rampe runter irgendwann. Zack. Oh, das ist doch belastend. Das ist so. Was ist denn los, Tobi? Hm? Sag's ja mal dem Onkel. Dem Jo, oder was? Ja, genau. Sag's doch mal dem Onkel Jo. Nee, keine Ahnung, das ist manchmal irgendwie. Das ist 2 Zentimeter, dann würde dieses Storage quasi jetzt verbunden werden, aber das 2 Zentimeter zu wenig sind. Ja, gut, ja, das kenne ich gut. Ich verstehe deinen Unmut, Tobias, und ich teile ihn. Da möchte ich mir vor Zorn doch glatt mal in den Penis kneifen. Mir? Nee, nein. Ich war gerade kurz verwirrt. Also ganz kurz war ich erfreut, aber dann war ich verwirrt. So. So. Erde und Erde und Erde und Erde. Oh. Erde, 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 Erde. Erde. So, das wird schön. Auch wenn Leute wieder sagen, Mann, Erik, du bist doch kacke, was du da machst. Lambo ist gleich fertig gecraftet. Geil. Kannst erstmal hier auf- und abfahren. So. Ich muss diesen Baum hier dann wahrscheinlich doch rausrubbe. Obwohl das ganz gut aussieht eigentlich, wie das im Stein ragt, aber gut. Theoretisch würde sich ja so eine Steinpromenade eigentlich auch ganz gut machen. So. Okay. Okay, das würde noch ein bisschen dauern, glaube ich, dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist viel aufwendiger, als ich dachte. Ich wollte eigentlich einen Fluss zubauen mit so einem schönen Plateau. Ich weiß nicht mehr warum. Ich hielt das für eine gute Idee und wollte das eigentlich die ganze Zeit schon machen. Also wirklich schon seit zig Aufnahmen hatte ich mir das vorgenommen, dass ich irgendwann mal diesen Fluss hier zubaue. Einfach nur, weil es geht. Und jetzt, wo ich es mache, ist es mir zu aufwendig. Da muss ich jetzt laut der Erde, oh, das wird noch so lange dauern. Da muss ich da oben abtragen und dann, ja, mache ich vielleicht mal später irgendwann. Vielleicht sollten wir lieber erstmal die Sachen machen, die uns wirklich weiterbringen und die auch die Natur weiterbringen. Wie zum Beispiel und den Zuschauer das interessieren. Ja gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nicht? So, brauchen wir noch Eisen eigentlich? Nee, ne? Ich glaube momentan eher nicht so. Okay. Warte mal, ich pack den Wolf mal kurz hier ins Inventar, wenn ich dann wieder weitere Wölfe habe. Ich bin müde, Tobias. Ich bin wirklich. Wieso sage ich jetzt immer Tobias? Ich bin müde, Tobi. Ich bin sehr müde. Ich will einfach die ganzen toten Tiere nicht mehr nach Hause tragen müssen. Ich trage jetzt aber mit mir rum. Finde ich gut. Wird im Winter auf jeden Fall nicht kalt. Ja, auf Dauer. Es ist halt auf Dauer anstrengend, immer tote Tiere mit sich rumzutragen. Weißt du, die armen Pelzträger. Niemand weiß, wie schlecht es denen geht. Da fragt keiner, weißt du? Nee, das stimmt. So, die Tiere haben es dann schon hinter sich, aber die armen Pelzträger, die halt dann die ganze Zeit noch diesen Pelz tragen müssen, der ist ja auch schwer irgendwann, so ein Nerz und so ein Zobel, weißt du? Dann, da fragt ja auch keiner. Nee. Das ist schon ein bisschen herzlos von der Gesellschaft einfach. Die Armen. Ja, ist schade. Die armen Reichen.
Tada. So, Kaninchen. Ich check hier gerade wieder nach fiesen Kombassen, Lambas. Warte. Oil Drilling Skill. Was? Tobi, was? Was? Okay, wie kriegt man Energie? Man braucht Red Bull. Manchmal bin ich müde. Einer von 10 hätte dir diese Antwort bestimmt gegeben, wenn du auf der Straße gefragt hättest, wie damals Werner Schulze-Erdl. Das ist absolut richtig. Da hast du wahrscheinlich auch recht. Hast du noch einen Motor übrig, sag mal? Meinst du einen... Combustion Engine? Ach, die hast du gerade da reingeschmissen, ja, ne? Für das Ding. Nein, ich habe noch 2 Stück. Vielleicht mache ich aber auch mal eine. So, das weil ich habe ganz ehrlich, du machst hier die ganze Zeit diese Technik-Sachen und ich... Ja, ich baue mal den Fluss zu. Weißt du? Irgendwann es ist jetzt nicht spannend, dieses Ding zu bauen, weil... Ne? Ja, aber trotzdem, du kannst das natürlich trotzdem gerne machen. Ich kann ja auch mal was anderes machen, also ganz ehrlich. Ich muss ja nicht immer das machen. Erde klatschen. Ja, eben, deswegen ja. So, dafür brauche ich noch eine Gearbox. Die Gearbox, ich weiß nämlich noch gar nicht, die Gearbox, wo baue ich die? Ich brauche Gears wahrscheinlich, da ist die Gearbox. Und dafür brauche ich einen Gear. Der Richard. Richard? Oh, Alter, Tobi, langsam reicht's. So, Alter. Wir haben das Ende des Let's Plays offiziell erreicht. So. Tobi, ich höre das! Was denn? Ach, das bist gar nicht du, das ist der Tisch hier. Ich habe noch nie mit dem gearbeitet, der macht so komische Geräusche, als würde jemand Auto fahren. So, nee, schön wär's. Pass auf. So. Ich habe den Tisch jetzt Skynet genannt. Als Warnung. Ich sehe dich doch da draußen rumlaufen, du Gruseligen. So. Was macht ihr da? So, 2 Pistons, das ist echt überhaupt nicht spannend. Und dafür brauchen wir 2 Iron Pipes. Und die Iron Pipes mache ich ja nicht hier dran, sondern die mache ich ja da dann dran. Tobi, was ist das? Was denn? Isst du da schon wieder was? Nein. Hä, das habe ich doch gehört. Du hast doch gerade ganz auffällig geknistert. Nein. Das hast du, da hast du dich verhört, Erik. Du bist alt, glaube ich. Ich glaube, du bist alt. Nein! Was denn? Ist es dir runtergefallen? Mein Pickup-Keks ist abgebrochen. Oh nein, echt? So viel Elend. Möchtest du ein Taschentuch? Huch, der ist auf meinen Hoden und auf den Boden gefallen. Ich mach's jetzt nach, ich esse jetzt auch einfach was. Was? Aber ich trau mich immer nicht in der Aufnahme. Isst du da schon wieder eine Wurst? So. Collect. Wieso habe ich jetzt 10 Iron Pipe? Wie ein Mahnfinger. Da kann man ein bisschen Buchstaben draus machen. Wir können Hollywood-Zeichen machen. Das könnten wir tun. Ich muss erstmal essen. Ich kann das in der Aufnahme essen. Ist einfach nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, wie du das machst, Tobi. Ich weiß es einfach nicht. Essen passiert bei mir ganz automatisch. Wie atmen. Oder statt atmen. Pipes kann ich nicht in die Kiste stecken. Nein, okay, alles klar. Gut, dann trage ich jetzt die ganze Pipes mit mir rum. Großartig, okay. Ich brauche 2 Pistons. Dann mache ich das mal eben. Weißt du noch damals, als wir in den See pisten? Das ist furchtbar. Das ist so furchtbar. Die müsste echt mal einen da zusammenfassen, die ganzen Dinger, und müsste da so ein Buch draus schreiben. Boah, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Valve. Mhm.
Okay, okay, ja, ja, ich verstehe. Oh, rolling steel into more buildable materials in a rolling mill. Haben wir so eine schon? Nee, ne? Nee. Ja, dann ich. Obwohl 9 Minuten, ich mache erstmal die Motoren, dann mache ich das. So, Sekunde, es geht sofort weiter. Wie gut, dass du da draußen nicht gruselig vorm Fenster stehst. Was? Ich muss mir was zu trinken. Was macht der da noch? Ne, 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 ne. Und ich löte mir eine KI-Klöte. La, 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 la. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt sowas wie Flöte oder so. Ne, ne, Klöte diesmal. Es war Klöte. Eine KI, okay. Eine KI-Klöte. Okay, okay, okay. Während du da im Hintergrund strullerst. So. Dann geht's hier. Und die Maschine geht aus. Nope, nicht mehr. Ich mach gleich weiter. Und au. Dann. Gleich mal so ein Ding noch her. Was ist das denn hier? So ein Stove haben wir, glaube ich, ne? Ein Stove? Ein Stove. Heavy Stove for cooking more complex dishes. Das haben wir, glaube ich, oder? Das sieht hier nur so anders aus auf dem Icon. Aber ich glaube, den haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, ob du den hast. Du bist doch, der Koch, ne? Doch, ich weiß es nicht. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, dann mache ich nochmal ein Gear. Und hinterher nochmal eine Gearbox. Und daraus dann. Wo kriegt man denn sowas her? Okay, warte mal, ich muss ganz kurz mal gucken, wo kriegt man das her? Was hätten's denn gern? Ah, die Electronics Assembly. Ah. Ah, du weißt, was das ist, ne? Ja. Oh, schön. Dieses Riesenmonster. Das haben wir ja schon, ne? Das haben wir schon, aber das können wir noch nicht hinsetzen, weil wir dafür dieses Labor brauchen. Alles klar. Also die Fabrik. Machen wir Electronics, kommt das in die Fabrik? Ja, doch, kommt in die Fabrik. Ich weiß, oder halt in so eine Vault da unten, so ein Vault-Zimmer oder so. Ja, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall, hier wird gerade gebastelt. Was mache ich denn jetzt mit dem, was mache ich mit den ganzen Pipes? Mann, ich habe die jetzt hier einfach rumliegen. Wenn du die nicht brauchst, kannst du es auch oben in meinen Stockpile tun, oder tust du in deinen Stockpile? Okay. Ja, ich brauche die momentan nicht. Ich packe die in deinen Stockpile von hier aus. Ja, das geht, glaube ich, auch, ja. Ja, das ist, glaube ich, einfacher. So, la, 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 la. Pipe, 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 pipe. Oh, hier sind 46 Rebars, die brauchst du nicht, ne? Die nehme ich mal an mich. Ja, nimm die, ja. Dankeschön, jetzt sind hier noch 27. Achso, ich kann gar nicht mehr ertragen. Oh, die Pipes packe ich mal hier auf den Stockpile irgendwo. Warte mal, ich bringe mein Auto mit. So, die Rebars, dann hole ich die nachher, hole ich den Rest ab. Okay. Hä, ich habe nur eine Pipe hier. Was? Da. So. Was ist das denn? Was denn? Ich hab mich festgefahren. Ja, ist bestimmt ein spitzer Stein gewesen. Ja, musst du vorsichtig fahren, du. Du Früchtchen. Oh, sind die Rebars? Ich pack dir die ein. Also ein paar habe ich jetzt schon. Ich habe 19 auf Tasche und die bringe ich gerade so rüber. Oder ich bringe die jetzt. Ich pack die hier rein. Hab die jetzt hier auch in den Wagen reingepackt. Wieso sehe ich das jetzt von hier aus wieder nicht? Das ist so verwirrend manchmal. Ja, manchmal schon. Aber die sind bei dir in irgendeinem Chest. Ich weiß aber nicht genau, in, okay. In welchem. In der meines Herzens, Erik. Also ein sehr kleiner Chest. Ja. Sag mal, war das hier vorher auch schon so trocken alles oben? Oder ist das jetzt erst so? Nee, das war glaube ich schon so. Ja. Okay, vielleicht bin ich da jetzt nur empfindlich geworden. Ja, wird wohl so gewesen sein. Was denn? Was hast du gemacht? Das war gerade so aus, als hätte ich dich hochgeschoben. Hast du auch. Du bist unter mir durchgefahren. Hä? Wie auch immer das geht, ich habe keine Ahnung. Ich packe dir die Dinger, wo soll ich die hinpacken? Oh, warte, Wolf. Weiß ich einfach in die Kiste draußen. Okay. Wo ist der Wolf? Da, boah, da ist er schnell.
Hä? Wo ist er? Wolf! Hab ich die... Oh, leck mich doch am Zügel. Was denn? Ach du, ist ja, das da jetzt nicht drin? Was ist wohl nicht? So. So. Skibidi babababi. Bubababub. Da vorne ist noch ein Wolf. Glaube ich. Ich bin fast sicher. Yo. Einfach nur an der Schattierung erkannt. So. Hey, ich hab die Dinger. Ja. Also die. Ja. Du hast die Dinger. Das finde ich gut. Komm mal bitte kurz her. Warte. Ja. Alter, die Wölfe sind so schnell geworden. Und die drehen immer ab. So. Was denn? Diese Dinger, wo ich da jetzt gerade hier in den Wagen reingelegt habe, ne? Ja, die Britney Spears-Dinger da, ja. Die sind hier drin, aber ich sehe sie nicht. Hä, wie, die sind da drin, aber du siehst sie nicht? Also ich sehe, dass die Hand sich verändert, wenn ich da drüber fahre. Ja. Über das Icon. Aber da ist aber nichts, als wäre da nichts. Hä, wo bist du denn? Ich bring den Wagen mal zu dir hoch, warte. So, ich stehe vor deiner Haustür. So, ich bin hier unten. Ach da. Hallo. Komm mal hoch. Ja, warte. Und guck mal in den Wagen rein und guck mal bitte, ob da was ist. Also wird da bei dir was angezeigt? Warte. Ja. Revas und ein Motor. Hä, bei mir wird da nichts angezeigt. Ja, da musst du dir die dann mal kurz in die Kiste da vorne reinlegen. Weil ich... Und wenn du zumachst und nochmal reinguckst, geht's dann vielleicht? Nee. Jetzt sehe ich es auch wieder. Hä? Hä? Manchmal ist dieses Spiel etwas speziell. Echt? Liegt's nicht daran, dass ich die vorher heimlich schon in meinen Karren umgeladen habe, um dich zu verarschen? Und jetzt wieder umgeladen habe gerade? Meinst du, vielleicht liegt's daran, Tobi? Hm? Na? Liegt's daran, Tobi? Na, Tobi? Nee, aber mal ganz ehrlich, das war, als würde ich die nehmen können, weil sich die Hand verändert hat. Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht bei jedem leeren Feld auch? Nee. Nee. Okay, das ist merkwürdig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die nur vorhin umgeladen auf den Schulbus. So. Schulbus, Alter. Ich gebe dir jetzt Schulbus. Der heißt jetzt nicht mehr Schulbus, Alter. Tobi, was los? Sagt der Typ, der aber meinen Karren verstecken will, weißt du? So. Ah, endlich ist mir was gelungen. Heute kann ich beruhigt schlafen gehen. So, wieso suche ich jetzt nach Wölfen? Drücke ich mich jetzt eigentlich vor der Verantwortung? So. Tobi? Ja? Was machst du? Die scheiß Dinger da jetzt in der Kackkiste legen. Achso, ich hab schon. Ich hab die... Oder was? Die sind noch hier in der Karre noch drin. Nein. Oder? Ach doch, jetzt sehe ich sie auch. Du verarschst mich doch. Ich wollte jetzt schon mal den Zement anschmeißen direkt. Deswegen habe ich die schon umgeladen. So, warte. Concrete. Hast du auch die Dings rausgenommen? Den Motor? Ja, die Motoren habe ich auch rausgenommen. Okay, gut. So. Ich bin behindert. Alter, wie kann ich jetzt? 150? Okay, das ist zu viel. 120. fast. Jo, gut, dann 110. Ach, weiß ich, mach mal 100 erstmal. 100 Reinforced Concrete. Geil. Das wird schon ganz gut. Ich glaube, das wird gut. So, lalalala. Ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, ich glaube, wir sind schon wieder am Folgeende, ne? Ja, das kann man schon so sagen. Ja, doch. Ja, weißt du was? Heute machen wir wirklich mal fast pünktlich nach 25 Minuten. Es sind ja genau 25 Minuten gerade, ne? Ja, ich hab leider meinen Timer vergessen. Ich weiß es nicht. Ach so, nein, es sind 30 Minuten tatsächlich.
Aber also, sagen wir, es sind 25. Es sind die 25 Minuten, die wir hier mal machen. Genau, 5 Minuten sind extra Content, die kriegt ihr nur mit YouTube Red. Müsst ihr jetzt subben. Ja. Subben. Subben. Subs mich. Subs, lieber Ami. Was für ein Busch kommt der denn, Alter? Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge. Ja, wir sind ja gerade dabei, Ölpumpe und so, ne? Was machst du? Ja! Hä? Was machst du, Tobi? Hä? Huch. Ja, dann nächste Folge, Ölpumpe und gucken. Oh Gott. Und gucken. Und wir müssen auch über diesen komischen. Dieser Electronic Assembly, brauchen wir für den eigentlich Strom? Nee, ne? Nee, aber du brauchst auch wieder diese Tierscheiße. Okay, ja, na gut, dann müssen wir da oben die Fabrik mal weiterbauen, weil sonst kriegen wir nämlich die ganzen anderen Sachen nicht, den Strom. Dafür brauchen wir nämlich Electronic Assembly, um uns diese Windturbinen zu machen. Und wenn wir die haben, Tobi, Alter, dann... Dann können wir uns alles bauen, Alter. Alter. Licht, da können wir uns dann bauen und... Richtig. Kann man, kann man Stromkabel Lichter bauen? Ich habe keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Ich denke aber mal schon. Ich weiß es aber nicht. Dann bauen wir irgendwo so einen fetten Windradpark und dann geht's richtig los. Geil. Auf die Bäume am besten. Ja, macht ja nichts. Auf die Allee hier vorne. Sieht man ja nicht von unten. Ist doch egal. Ja, eben. Gut, oder wir haben ja was Neues gebaut. Aber da hinten ein Windpark ist da, glaube ich, ganz hässlich. Aber wir finden da schon was. Vielleicht im kontaminierten Gebiet, dann ist der Wind wenigstens sowas gut. Der kontaminierte. Von das Tschernobyl-Areal. Und mitten rein noch ein Kinderspielplatz. Oder so ein Freizeitpark oder sowas. So einen verrotteten. Geil. Ja gut, haben die in Tschernobyl ja auch gemacht. Die waren ja auch ziemlich doof. Ja, meine ich ja. Ja gut, das war ja alles schon beabsichtigt auch. Von der Regierung. Ja, natürlich. Die da oben wussten schon, was sie gemacht haben. Ja. Die da oben. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.